Moin moin und willkommen zurück zu City Skylines. Hier bei mir ein schönes Panorama der Stadt und der Freak hat, denke ich mal, auch ein ähnliches Stadtbild. Hoffe ich für ihn. Ja, allerdings blinkt und blitzt es bei mir an jeder Ecke, weil ich habe Müllprobleme, ich habe verlassene Häuser, ich habe, na gut, das mit den Waren hat sich gerade erledigt, das ist schön, weil da hinten die Industrie wieder ist. Ansonsten läuft es. Ich habe jetzt 688.000, nehme 23.000 ein die Stunde, habe eine kleine Pause gemacht, wie ihr gerade merkt. Ja. Ich versuche es jetzt mit so einem Recyclingzentrum. Das scheint ja bei dir wunderbar zu laufen. Hat keinen Strom. Das ist ja nicht das Problem. Aber ich glaube, generell kann ich hier auch ziemlich viele Masten wieder wegreißen. Ja, als nächstes will ich mich an eine U-Bahn wagen. Und ich weiß auch, warum diese Gebäude nicht mehr blinken, dass die keine Ressourcen haben. Das liegt daran, weil die alle leer sind. Ja, ich habe jetzt hier in der letzten Folge den Frachthafen gebaut und da ich eine große Nachfrage nach Industrie habe oder beziehungsweise eine mittlere, werde ich jetzt einfach mal das Gebiet hier zur Industrie erklären. Mal kurz gucken, ob ich da Wald bauen kann oder ob da was anderes geschickt ist. Nee, tatsächlich Wald. Anderes habe ich hier jetzt nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich bin verwundert, weil ich habe halt keine Nachfrage nach Industrie, aber die sagen alle, die haben keine Sachen, mit denen sie handeln sollten. Oder brauche ich jetzt, ist es soweit, dass ich jetzt einen Güterbahnhof brauche? Hast du einen Güterbahnhof? Nee, aber ich habe Frachthafen eben gebaut. Gut, das kann ich noch nicht, oder? Hafen? Nee. Erreiche eine Bevölkerung von 36.000. Okay. Ja, einen Güterbahnhof kann ich glaube ich gar nicht bauen, weil ich hier gar kein Eisenbahnnetz habe, ne? Nee. Also zumindest jetzt nicht in einer aktuellen. Da müsste ich das Kästchen hier unten bauen. Kaufen. So. Das wäre dieses. Was kostet das? 7.300. Mitgenommen. Kaufen. Kachel im Besitz. Wunderbar. Halt, so. Wasser brauchen die. Zack. Zack. Und zack. Oben, ja, brauchen wir noch mal. Sollte hoffentlich für das kleine Gebiet erreichen. Deine Feuerwehr sollte hier hinten reichen. Ebenso das da. Wie war das Bild auf, ne? Zum Brücken bauen? Genau. Ja. Bahnhof gebaut. Oh, du wirst, wenn du die Folge siehst, wissen, warum ich so gelacht habe. Was habt ihr denn hier hinten für Probleme? Zu wenig Dienstleistungen. Hä? Ich weiß doch nicht, was ihr immer von mir wollt, alle. Okay, und ich glaube, es. Güterbahnhof. Genau, der Güterbahnhof, der wird dir den Verkehr zerbomben, auf jeden Fall. Ja, dann lasse ich denn erstmal. Ich knall mir hier jetzt voll Ich einen glaube hin. mit, ich glaub mit dem Frachthafen werde ich dann auch erstmal erhöhte Verkehrsaufkommen haben. Das sieht man schon, wie die ganzen LKWs da rausströmen und die Container und so weiter in die Stadt bringen.
Warum will er denn immer so eine Kurven ziehen, hä? Hat doch mal ein paar Geraden, Junge. Hä? Hast du auch das richtige Feld ausgewählt bei den Straßen? Weil du kannst extra Kurven wählen und so weiter. Ja, ja, ich mach gerade Bahngleise. Ach so. Hä, aber der zieht die nur noch kurvig. Warum? Was? Gerade das Gleis. Weiß ich. Jetzt, verstehe ich nicht. Verstehe ich gerade absolut nicht, warum er das tut. Wenn ich Kurve mache, macht er sie gerade. Geil. Läuft. Ich bin jetzt bei 34.000 Einwohner. 27, also da kommt, da kann ich echt nicht mithalten. Ich weiß nicht, was du da treibst. Wie gesagt, nichts. Aber nichts, nee, weiß großartiges. Ich nicht, also warum die jetzt so dolle bei dir in die Stadt kommen, keine Ahnung. Kann ich dir auch nicht sagen. Mit der Bildung aus. Wunderbar. Ich habe halt Kohle ohne Ende, ne? Ich habe halt jetzt 728.000 inzwischen. Ja, bin bei 640.000. Also auf einem aufsteigenden Ast und verdiene gerade 41.000 pro Zeiteinheit. 41.000? Ja. Boah, irgendwas machst du verdammt richtig. Ich habe nur 25.000. Ja, weiß nicht, ob der kostenlose Nahverkehr irgendwas gemacht hat. Da habe ich halt auch noch Industrieflächenplanung aktiviert bei den Richtlinien, was ja dann gleichen Effekt wie bei den Unternehmen hat. Warte, ich gucke gerade mal rein. Steigt die Nachfrage nach Gewerbegebieten. Wo ist denn das? Bei den Richtlinien? Stadtplanung. Stadtplanung und Industrieflächenplanung oder was? Ja. Und das lohnt sich? Wie du siehst. Also bei mir hat es sich gelohnt. Ich gucke mal, was passiert. Ach. Mach der andere Hafen, den brauche ich nicht. Der bringt nur Touristen. So, 28.000 habe ich inzwischen. Was kostet der Frachthafen? 36.000 Einwohner. Nee, aber dieses Problem hier werde ich tatsächlich nicht los, dass die Güter mir fehlen. Also bisher zumindest noch nicht. Ich lasse mich mal überraschen da komplett. 4-technisch habe ich es, glaube ich, in den Griff bekommen. Ich muss auch mal so nach allgemeinen Sachen gucken. Strom könnte langsam wieder erneuert werden. Wasser brauche ich auch mehr. Da brauche ich auf jeden Fall nochmal eine Pumpe. Und ich habe die kolossale Stadt erreicht. Aber mit 36.000 Einwohnern. Also kannst du wahrscheinlich, weiß nicht, ob es an den Karteneinstellungen liegt oder sowas. Ich denke mal, da wird sich das irgendwie von ableiten. Ja. Kernkraftwerk kann ich bauen. Aber das wirst du, denke ich, nicht machen. Nö, ich brauche dann schon Fachpersonal wie einen Herr Simpson. Ansonsten lohnt sich das gar nicht. Ja, so fachmännisch ist er auch nicht, wie die App verrät. Da hat er ganz Springfield in die Luft gejagt. Feuerwehr. Jetzt kann ich da ein bisschen mehr Feuersicherheit hier sorgen. Ihr habt Müllprobleme, das verstehe ich überhaupt nicht, weil daneben direkt die Müllverbrennungsanlage ist. Also könnt ihr mich einfach mal. Also ich glaube, es läuft an sich ganz gut. Ich nehme jetzt nicht so viel ein wie du, ich habe nicht so viele Einwohner wie du, was ich halt merkwürdig finde. Oh, da kommen meine ersten Güterzüge angerollt. Und der Verkehr ist auch erstaunlich gut, da wo der Güterbahnhof steht. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ein U-Bahn-Netz hätte ich jetzt ganz gerne. Ich meine, mit knapp 1 Million kann man das ruhig mal angehen, oder? Ja. U-Bahn-Station. Okay, alles klar. Wo könnten wir welche benötigen? Wir nehmen mal dieses Industriegebiet mit rein.
Hast du die auch einfach willkürlich überall hingehämmert und dann verbunden irgendwie? Also U-Bahn habe ich noch nicht. Ach so, ich dachte, du hattest da vorhin irgendwas erzählt. Nee, ich habe Bus vorhin erstmal gebaut gehabt. Ah, okay. Ist ja fast dasselbe, Qualität ne? passt. Ja. Sicherheit ein bisschen. Ja, U-Bahn-Stationen könnte vielleicht ganz hilfreich sein. Ich erhoffe mir jetzt einen Oh. Mega-Boom mit den Dingern. Die sind auch gar nicht günstig, merke ich gerade, also auf Dauer. Ja gut, eine kostet 15.000, ich habe jetzt gut 20 Stück gebaut, das läppert sich natürlich, ne? 20 Stück gleich. Auch, ich glaube sogar ein paar mehr. U-Bahn-Stationen jetzt. U-Bahn-Station. Naja, ich muss ja drei Kacheln bedienen, ne, zwei Kacheln bedienen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Okay. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Und wenn 18, du 19. das irgendwie mit Bus und so weiter kombinierst, dass du halt gezielt da Bushaltestellen in der Nähe baust. Das ist dann der nächste Schritt tatsächlich, was ich vorhabe. So, bauen wir doch auch mal U-Bahn. Ja gut, das braucht halt immer ein bisschen Zeit, Dann ne, machen um wir. sich das alles schön da so ein paar Linien zu bauen und so weiter, ne? Aber ich denke, das lohnt sich im Nachhinein. Dort kann noch eine hin. Ja, ich habe jetzt gut 20 Stück gebaut. Na gut, so viel wird es jetzt bei mir nicht werden, aber. So, dann verbinden wir die mal. Wie Gefälle zu steil, was soll das denn? Ebenfalls Gefälle zu. Ach Mensch. Gefälle zu geil. Dann eben dahin, das hier runter. Dahin. Also ich finde, mein U-Bahn-Netz Dorthin. sieht richtig lustig aus. Ich glaube, irgendwann werde ich auch mal eine Kachel gerade bebauen. Irgendwann. Aber momentan ist das noch nicht nötig. Runter, hier runter. So, die habe ich Da jetzt alle schön hoch. verbunden und die Linien mache ich Da jetzt hoch. einfach nach den kürzesten Wegen. Und so. Ah, okay, die beiden sind nicht verbunden, das ist interessant. Und die Leute freuen sich. Was will man da mehr, ne? Ist der Inge halt auch noch da? Ja, ich bin noch da, nur gerade hochkonzentriert. So, läuft. Ich bin echt mal gespannt, ob es den Verkehr entlastet. Wobei ich ja, glaube ich, gar nicht so Verkehrsprobleme habe. Arbeiter. So, ja, wir sind gerade ein bisschen ruhig, wir sind ein bisschen konzentriert, denke ich mal, mit den U-Bahn-Linien. Yep. Aber ich glaube, ich mache jetzt hier so, das ist jetzt, glaube ich, meine fünfte Linie oder so, die ich jetzt mache. Und damit soll das dann auch genug sein. Beziehungsweise ich mache noch eine Expresslinie, einmal quer durch die Stadt, von einem Ende zum anderen.
So, jetzt kommt meine Expresslinie von hier nach da, nach da. Ja gut, so Express ist das gar nicht so viele. Einmal quer durch die Stadt, das ist doch eine ganze Menge. Wo schließe ich die jetzt? Wo habe ich denn angefangen? Hä? Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich angefangen habe. Ja, wenn du nicht weißt, wo wir angefangen haben, dann beenden wir an dieser Stelle diese Folge. Vielleicht findet der Freak ja in der nächsten Folge den Anfang und findet sich in seinem U-Bahn-System besser zurecht. Wir werden sehen, ob er es schafft. Ja, würde Und ich auch bis, sagen. ja. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.